Dann mache ich mal weiter mit der Vorstellung vom Bund Naturschutz. Also der BN, die meisten wissen es ja schon, hat über 250.000 Mitglieder in Bayern derzeit. Und ein Satzungsziel ist der Schutz der natürlichen Lebensgrundlage. Und darum veranstalten wir unter anderem auch diesen Vortrag heute Abend zum Biologo. Und also bei technischen Problemen könnt ihr euch an Christine Beckler, an den Peter Weimer oder auch mich wenden, entweder im Chat schreiben, und die beiden stellen sich dann auch noch kurz vor. Und dann beginnen wir gleich anschließend mit dem Vortrag von der Birgit Raab, die sich dann ebenfalls selber vorstellt. Okay, und dann freue ich mich auf einen wunderschönen Abend und vor allem einen interessanten. Und dann gebe ich das Wort erstmal an die Christine und an den Peter, und dann geht's los. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend alle miteinander. Mein Name ist Christina Beckler, aber Claudia, danke trotzdem. Ich freue mich, dabei zu sein bei dem Vortrag. Ich selber bin ausgebildete Landwirtin, Technikerin in der Landwirtschaft, habe ganz viel mit dem Thema biologischen Landbau zu tun. Selber haben wir einen kleinen Betrieb daheim, der auch biologisch bewirtschaftet wird. Und ich freue mich jetzt einfach nochmal die Unterschiede zu hören. Nochmal klar zu hören, was ist denn eigentlich anders, und ich hoffe, selber noch viel mitzunehmen und freue mich auf viele interessierte Fragen am Schluss dann. Ja, auch nochmal Hallo von mir. Mein Name ist Peter Weimer. Ich bin hier im Vorstand von der Ortsgruppe Petersaurach. Und ich will ein bisschen den Chat verfolgen. Und wer Fragen, die da eintröpfeln, versuchen ein bisschen zu kanalisieren und zusammenzufügen. Und dass wir die am Schluss gesammelt mal hoffentlich für alle zufriedenstellend beantworten können. Und jetzt gebe ich auch mal, glaube ich, weiter vielleicht an die Birgit. Ja, also auch von mir einen herzlichen schönen Abend und herzlich willkommen, und freut mich, dass sich bei dem schönen Wetter einfach die Zeit nehmen, mir zuzuhören. Ich werde jetzt gleich mal auch die Präsentation dann weitergeben. Vielleicht erzähle ich erstmal kurz was über mich. Ich bin in Erlangen aufgewachsen, also so ein typisches Stadtkind, das meistens relativ wenig ja, Verbindung oder auch Kontakt zur Landwirtschaft hat. Und ich habe auch sehr spät erst die Liebe zur Landwirtschaft, oder sage ich mal zur Liebe zur ökologischen Landwirtschaft, entdeckt. Und zwar habe ich nach dem Abitur ein fünfmonatiges Praktikum auf einem Biohof in Italien gemacht. Das fand ich so spannend und so vielseitig, dass ich danach dann angefangen habe, Landwirtschaft zu studieren. Zuerst an der Technischen Universität in München, in Freising. Und ich bin aber dann nach 2 Jahren gewechselt auf die, damals hieß es noch Fachhochschule, jetzt heißt es Hochschule, und habe dort dann mein Studium 1992 beendet. Ja, nach dem Studium habe ich ja, freiberuflich ziemlich gleich danach begonnen, auch als Biokontrolleurin zu arbeiten. Also 91 wurde die erste EU-Bio-Verordnung ja verabschiedet. Und es war so wirklich die ersten Anfänge, wo im Grunde niemand so wusste, wie überhaupt Biokontrolle sein soll und wie man die dann auch durchführt. Und das habe ich dann 2 Jahre gemacht, bis mein Sohn geboren wurde. Und dann habe ich erstmal viele andere Sachen gemacht. Und vor 7 Jahren bin ich wieder zurück, also back to roots, und habe begonnen, freiberuflich eben für 2 Kontrollstellen Biobetriebe zu kontrollieren. Und seit diesem Jahr bin ich jetzt fest angestellt bei einer Kontrollstelle und arbeite 30 Stunden die Woche. Und ich habe mal so gezählt, wie viele Betriebe ich denn überhaupt schon kontrolliert habe. Also es waren schon, also es, wenn ich alles zusammenzähle, waren schon über 1.000. Also es ist schon eine Menge. Jetzt werde ich mal den Vortrag, den meinen Bildschirm teilen und dann auch gleich meine Präsentation dann zeigen. Und wir müssen hier, das haben wir nämlich ausprobiert, nämlich die Bildschirmpräsentation. Halt, wo war das? Das muss man irgendwie hier anders. War das bei Ansicht oder? Jetzt mal schauen, Bildschirmpräsentation.
Nee, so erstmal. Genau. Aber ihr seht es im Moment anders, ne? Ja. Und das war ja bei der Anzeigeneinstellung. So. Ja, jetzt genau, müsste es passen. Ne? Ja, jetzt ist es super. Okay. Ja, also das Thema für heute Abend heißt alles Bio oder was? Kann ich mich auf das Siegel, ich würde eher EU-Bio-Logo sagen, verlassen? Und ja, so mein kleiner Überblick, also 1991 wurde, das ist jetzt gerade mal, ist mir aufgefallen, fast, das ist jetzt schon über 30 Jahre her, über die Verordnung EWG Nummer 2092/91 zum ersten Mal gesetzlich geregelt, was als Bio oder Öko zu bezeichnen ist oder was man darunter versteht. Und diese Verordnung hat dann auch lange Bestand gehabt, ungefähr 16 Jahre. Dann gab es eben die erste Überarbeitung 2007. Und diese Verordnung gilt auch im Moment noch, aber wird dann ab 01.01.2022 abgelöst über die neue Verordnung EU 2018/848, die bereits 2018 vom EU-Parlament dann endgültig auch beschlossen wurde. Aber es braucht einfach einige Zeit, bis also die einzelnen EU-Länder ihre Durchführungsverordnungen haben. Und aber jetzt sollte eigentlich ab diesem Jahr schon gültig sein, aber es wurde dann kurzfristig nochmal verschoben. Und das wird dann auch nochmal ein paar kleine Änderungen ja, nach sich ziehen. Und ich habe jetzt mal so verglichen. Also in der ersten Verordnung waren es 15 Artikel und in der neuen sind es jetzt schon 53. Also es ist auch mit der Zeit gewachsen und es ist doch sehr umfangreich und es ist viel auch zu berücksichtigen. Also diese EU-Bio-Verordnung hat eben, also dadurch, dass es sie gibt, werden Ökoprodukte, eben sie müssen, also Ökoprodukte müssen europaweit nach den gesetzlichen Vorgaben der EU Öko-Verordnung erzeugt, verarbeitet und gehandelt werden. Das heißt also, diese EU-Bio-Verordnung ist für alle 27 EU-Länder verpflichtend, wobei natürlich jedes EU-Land schon so einen gewissen Spielraum hat in ihrer Durchführungsverordnung oder in ihrer eigenen Gesetzgebung, den Rahmen, den ja die EU gibt, dann in ihrer Art und Weise auszufüllen. Und gibt ja auch einige Logos und da will ich ein paar erklären. Also dieses Logo mit dem Blatt, das ist das Logo, auf das auf allen verarbeitenden, zertifizierten Bio-Produkten abgebildet sein muss. Und da gibt es dann auch zwei Vorgaben, die mit diesem EU-Logo auch verbunden sind. Einmal das eben hier unten, da steht jetzt zum Beispiel die Kontrollstelle, für die ich arbeite. Das heißt, DE heißt für Deutschland, dann Öko, damit man weiß, ah ja, das ist die Öko-Kontrollstelle und die Zahl am Schluss bezeichnet dann die Kontrollstelle, die sich darunter verbirgt. Das wäre jetzt ÖKOP. Und unten drunter steht dann eben die Herkunftsangabe. Also das sind einfach Pflichtangaben, einmal die Kontrollstellennummer und dann eben die Herkunftsangabe. Also dass die Zutaten in diesem Produkt sind jetzt aus EU-Landwirtschaft. Wenn jetzt zum Beispiel in dem Müsli Mango oder was anderes drin wäre, dann würde da non-EU-Landwirtschaft, also non und dann querstrich non-EU, also EU-Landwirtschaft stehen. Oder wenn die Produkte nur aus Deutschland sind, dann könnte man da auch deutsche Landwirtschaft hinschreiben. Dann gibt es, das ist ja vor einigen Jahren, also das ist jetzt hier so das regionale Bio-Siegel. Das hat damals der Minister Brunner noch auf den Weg gebracht
Also dass es eben so regionale Herkunftsangaben gibt für Bioprodukte und dass man hier das nochmal extra prüft und sagt, ja, das sind Bioprodukte, die in Bayern eben hergestellt werden oder auch verarbeitet werden. Dann daneben, das ist das Bio-Siegel. Das ist ja damals, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, über vor 20 Jahren eben von Renate Künast eingeführt worden. Das ist wie so eine Art Marke zu verstehen. Diese Marke, dieses Bio-Siegel gehört also der Bundesrepublik Deutschland. Und Deutschland hat es eben den Verarbeitern oder auch eben die Möglichkeit gegeben, ihre Produkte mit dieser Marke zu kennzeichnen, und zwar kostenfrei. Die einzige Voraussetzung ist, dass diese Benutzung der Marke dann beim Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE ist es abgekürzt, dann dort angezeigt wird. Und hier auf der rechten Seite, das sind eben auch noch die Verbandslogo der Bioanbau verwendet, die eben auch schon seit längerem existieren. Der älteste Bioanbauverband ist Demeter, den gibt es seit 1924. Bioland ist so in den 60er Jahren entstanden, Naturland 70, 80er Jahre, Biokreis auch. Und GEA e.V., das ist eher so ein Anbauverband, der sich im Osten von Deutschland entwickelt hat. Und Verbandsbio ist so quasi das Sahnehäubchen auf das EU-Logo. Also da sind oft in den Verbandsrichtlinien noch strengere Vorschriften als in der EU-Bio-Verordnung. Ja, in der nächsten Folie will ich so ein bisschen darstellen, wie denn jetzt die Kontrolle in Deutschland funktioniert. Schaut vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen viel aus. Aber wir haben hier in Deutschland eben so eine Art geteilte Kontrolle. Also die Kontrolle läuft über private Kontrollstellen hier, die das Ganze auch organisieren. Also da kann sich eben ein Landwirt oder eine Landwirtin, die gerne auf ökologischen Landbau umstellen will, auch anmelden und sagen, ja, ich möchte gerne ab dem Zeitpunkt ökologisch wirtschaften. Und dann wird ein Vertrag mit dieser privaten Kontrollstelle auch abgeschlossen. In Deutschland gibt es aktuell 17 private Kontrollstellen. Und diese Kontrollstellen sind von den Behörden quasi beauftragt worden, für sie dann diese Kontrollen durchzuführen. Weil ich glaube, wenn es jetzt die staatlichen Behörden jetzt machen müssen, also das würde, glaube ich, schwierig werden. Aber gut, es hat sich eben mit so in der Vergangenheit entwickelt, dass es eben diese privaten Kontrollstellen gibt. Und diese privaten Kontrollstellen haben eben dann auch Verträge mit Kontrolleuren, Kontrolleurinnen, die sie dann eben beauftragen, bestimmte Betriebe dann auch zu zertifizieren. Ja, der Kontrolleur oder Kontrolleurin, was ich ja auch bin, geht dann auf den Betrieb und schaut nach einer bestimmten Liste. Ich habe in der nächsten Folie so ein bisschen so eine kleine Übersicht gemacht, was denn da alles auch zu überprüfen und zu beachten ist. Nach der Kontrolle wird dann eben auch so ein Kontrollbericht unterschrieben. Der nennt sich dann Inspektionsbericht. Und gleichzeitig wird dann auch so eine Betriebsbeschreibung, die schon erstellt ist, wird dann nochmal durchgegangen und geschaut, also gemeinsam mit der, mit dem Ökolandwirt oder der Ökolandwirt, ob dann sich eventuelle Veränderungen ergeben haben. Ja, dieser Kontrollbericht wird dann wieder zurückgegeben an die private Kontrollstelle, an meine Kolleginnen, die dann so nach einem Vier-Augen-Prinzip dann auch wieder diesen Inspektionsbericht, also ich habe dann eben diese Zertifizierung,
beurteile auch, ob es eventuelle Abweichungen gibt, würde die dann auch eben in diesem Inspektionsbericht dann vermerken, ob das auch wirklich gerechtfertigt ist oder ob ich vielleicht auch was vergessen habe. Und da wird es dann evaluiert und eben, falls es Verstöße gibt, dann eben entsprechende Sanktionen schriftlich dem Ökobetrieb mitgeteilt, mit einem Bewertungsschreiben und einem Auswertungsschreiben und einer Bescheinigung eben nach dem Artikel 29 der aktuellen EU-Bio-Verordnung. Und gleichzeitig wird das aber auch an ans Bayerische Landesamt für Landwirtschaft, LFL abgekürzt, gemeldet, die auch wiederum ja die privaten Kontrollstellen dann prüfen, überwachen, auch kontrollieren. Also ich werde also ab und zu auch von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Bayerischen Landesamts für Landwirtschaft bei einer Kontrolle begleitet und dann auch bewertet, bekomme dann auch ein Bewertungsschreiben, ob ich das auch richtig gemacht habe. Und diese Ämter, die gibt es also in jedem Bundesland, die arbeiten ganz eng auch eben mit dem Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung zusammen auf der Bundesebene, erstatten auch Bericht und diese BLE, abgekürzt, gibt dann wieder Berichterstattung an die EU-Kommission, die dann natürlich auch schaut, was passiert in den einzelnen EU-Ländern und es dann auch stichprobenartig überprüft. Das, was grün ist, sind so die Zugaben. Also wenn ein Ökobetrieb auch Mitglied in einem Anbauverband ist, wie zum Beispiel Demeter, Bioland, Naturland, dann wird die Kontrollstelle auch von diesem Anbauverband beauftragt, eine Kontrolle nach Verbandsrichtlinien durchzuführen. Das heißt, ich gehe da auf den Betrieb und mache also die EU-Biokontrolle und eben je nachdem, wenn das ein Verbandsmitglied, Verbandsbetrieb ist, auch noch die Verbandskontrolle dazu. Und diese Berichte gehen dann auch wieder an die Kontrollstelle, also nicht direkt an den Anbauverband, sondern ich schicke alles zurück an meine Kolleginnen und die verteilen es dann. Das wird dann an die Anbauverbände eben dann mitgeteilt. Und dann eventuelle Zusatzinformationen, die dann auch wichtig wären, dann mitgegeben. Und wenn jetzt zum Beispiel Verstöße wären nach den speziellen Anbaurichtlinien, dann macht es der Anbauverband selbst. Also wir sind quasi Mittler. Gut. Ja, aber wenn ich jetzt so auf dem Betrieb bin, was mache ich denn da? Und ich habe mal so eine kleine Mindmap erstellt. Also diese Biokontrolle ist eine Art Prozesskontrolle. Das heißt, ich prüfe jetzt nicht, ich gehe da hin und nehme da Proben und schicke das dann an ein Labor und das Labor schaut dann, ist da irgendwie, ist das Gemüse oder das Getreide pestizidfrei, sondern ich schaue, wird dort der ökologische Landbau so ganzheitlich durchgeführt. Ich schaue mir den Boden an, ich schaue mir die Pflanzen an, wie wird gedüngt, wie geht es den Tieren, wie ist die Dokumentation und natürlich, wie ist der Eindruck des Betriebes. Und ganz, ganz wichtig ist, dass eben, das ist einfach ein No-Go in einem ökologischen Betrieb, dass dort nirgendwo gentechnisch veränderte Organismen eingestellt, also angewendet werden, also dass zum Beispiel kein Saatgut gekauft wird, das zum Beispiel gentechnisch verändert werde. Oder bei einem Verarbeitungsbetrieb, dass dort zum Beispiel ein Lab oder Zusatzstoffe für die Verarbeitung von dem Produkt eingesetzt werden, das mithilfe von gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt ist. Und das wird auch jedes Mal immer abgefragt. Auch keine ionisierende Strahlung ist erlaubt. Wir haben keine chemische Beizung, also auch keine Pestizide und wir dürfen auch ein Ökobetrieb darf keine leichtlösigen Mineraldünger wie zum Beispiel Kalkammonsalpeter einsetzen, sondern
geht um einfach organische Dünger, um langsam wirkende Dünger. Und wie es einer auch mal ausgedrückt, also es ist, wir düngen, also ich habe manchmal, also wenn so dieser leichtlösliche Mineraldünger ausgebracht wird, dann kommt mir das manchmal so vor, als würde man dann Menschen an so eine Sonde hängen und ja, die Pflanzen, die brauchen ja eigentlich nichts mehr machen, ne? Also die werden ja eigentlich ernährt, sondern im Bioanbau ist es einfach so, dass die Pflanzen eben gut den Boden durchwurzeln sollen, dass es eine Vielfalt gibt, dass eben der Boden auch fruchtbar gehalten wird, indem er ganzjährig bewachsen ist, dass viele Leguminosen angebaut werden, dass es viele Zwischenfrüchte gibt, Untersaaten, dass einfach auch das Grünland artenreich ist. Wichtig ist da auch immer zu schauen, ist da irgendwo Klee zu finden, weil das ist oft das Erste, was verschwindet, wenn eben leichtlösliche Mineraldünger ausgebracht werden. Und natürlich ist wichtig eine Felderbegehung, um einfach mal die Früchte anzuschauen und sich einen Eindruck zu machen. Bei den Pflanzen ist ganz wichtig, dass eben ökologisches Saat und Pflanzgut verwendet wird. Das wird auch geprüft anhand der Rechnungen. Falls es jetzt mal eine bestimmte Sorte gibt, was der Ökobetrieb anbauen will, dann ist es auch möglich, also nicht ökologisches Saatgut einzusetzen, aber das darf auf keinen Fall gebeizt sein und vor Verwendung ist dann auch so eine Art Ausnahmegenehmigung zu stellen. Dann bei der Düngung ist klar, werden die Düngeobergrenzen eingehalten. Gab es Zukauf vom betriebsfremden Dünger und wenn ja, wie viel? Es darf also nur eine bestimmte Menge an Stickstoff zugekauft werden, also man sagt 40 Kilo N pro Hektar darf zugekauft werden, laut der EU-Bio-Verordnung. Verbandsrichtlinien sind da etwas strenger. Und das wird dann natürlich auch geprüft, ob das auch tatsächlich eben so passiert ist. Da ist ja auch eine Nährstoffbilanz wichtig, die ja oft auch auf den Betrieben schon vorhanden ist. Ja, bei den Tieren, da geht es dann eben auch um die Tiergesundheit. Ist ein Auslauf vorhanden oder eine Weidehaltung? Haben die Tiere auch genug Platz? Sind auch nicht so viele Tiere in den Buchten? Das wird dann auch eben immer ausgerechnet. Wie sind die Licht- und Luftverhältnisse im Stall? Wie werden die Tiere gepflegt und sind betreut? Sind sie sauber? Laufen sie ganz normal? Gibt es lahmende Tiere zum Beispiel? Das ist ja auch ein Zeichen, ob regelmäßig eine Klauenpflege auch durchgeführt wird. Dann gibt es einen Medikamenteneinsatz. Wurden ausnahmsweise auch mal Antibiotika eingesetzt, wobei da ganz deutlich steht, auch in der EU-Bio-Verordnung, dass erstmal naturheilkundliche Mittel oder homöopathische Mittel eben eingesetzt werden sollen. Dann ist dann natürlich auch wichtig, gab es Eingriffe an Tieren, zum Beispiel kastrieren manche Ökobetriebe ihre männlichen Kälber, wenn sie sie aufziehen. Das hat einfach den Grund, männliche Kälber sind relativ schnell geschlechtsreif und man möchte einfach nicht, dass man dann eine Inzucht hat und dann die anderen weiblichen Kälber dann vielleicht zu früh dann auch tragen und Kälber bekommen. Ja, dann ist natürlich auch wichtig, keine ganzjährige Silagefütterung. Das ist ja im Grunde im konventionellen Landbau schon gang und gäbe, dass also die Rinder jeden Tag das gleiche Futter bekommen, ob jetzt Sommer oder Winter ist. Und da wird eben auch geschaut, wird Grünfutter im Sommer gefüttert und ist auch bei den Tieren, bei den Kälbern, bei den Rindern auch Heu- und Raufutter da. Und natürlich, was wird zugekauft, ist es auch nur ökologisches Futter. Und wenn Tierzukauf ist, sind es auch nur ökologische Tiere. Ja, dann ist auch laut EU-Bio-Verordnung eine gewisse Dokumentation nötig. Also es ist gefordert, dass also
die Dünge-, Pflanzenschutz- und Erntemaßnahmen auch dokumentiert werden. Es ist auch wichtig, dass ein Ökobetrieb mithilft, also im Zertifizierungsverfahren, und das kann er eben als Vorbeugung, um eben möglicherweise eben möglicherweise dann eben Nicht-Bio-Produkte zu möglichst schnell zu erkennen, ist es wichtig, dass eine Wareneingangskontrolle durchgeführt wird, eben von dem Ökolandwirt, dass er mal prüft, was er da einkauft. Ist es tatsächlich auch zertifiziert? Gibt es eine Bescheinigung dazu? Ist das, was an Waren eingekauft wird, auch auf dieser Bescheinigung in diesem Zertifizierungsbereich zu finden? Und ist da auch auf der Rechnung oder auf den Lieferscheine Ökokontrollstellennummer? Und das wird eben dann auch von mir geprüft, ist es dann auch dokumentiert, die Prüfung der Wareneingangskontrolle. Und natürlich sind wir auch befugt, die Buchführungsunterlagen anzuschauen, und deswegen sind die auch während der Kontrolle da zu sein und einsehbar. Ja, und dann eben bei den Hofgebäuden, das gehört zur Betriebsbeschreibung, dass man eben dann auch alle Gebäude und Stallpläne da hat, dass man auch mal einen Begang macht von den verschiedenen Gebäuden und schaut, was ist denn da so in der Ecke, dass eben nur sich Betriebsmittel befinden auf dem Hof, die laut der EU-Bio-Verordnung erlaubt sind. Und da geht es natürlich auch darum, wie wird Getreide und Futtermittel gelagert, was wird zum Beispiel manchmal gemacht, um auch sich vor Mäusen oder vor Motten davor zu beugen, ist es auch alles verordnungsgemäß. Und natürlich ist auch wichtig, was macht der Betrieb für einen Eindruck. Also ist jetzt hier nur so mal so grob ein kleiner Überblick, was denn bei der Kontrolle alles wichtig ist. Ich habe hier auch so ein paar Überschriften aus der Zeitung mal kopiert. Und es ist einfach wichtig, was wir essen, wie es hier so schön heißt, beeinflusst das Klima. Und wenn wir Bio-Lebensmittel kaufen, essen, dann sorgen wir direkt dafür, dass wir für mehr Artenvielfalt, für mehr, einfach für weniger Pestizide sorgen und uns einfach auch selber was Gutes tun. Weil oft ist es so, dass die Bio-Lebensmittel viel mehr Geschmack haben, dass sie da oft noch alte Sorten angebaut werden, die sonst gar nicht mehr zum Einsatz kommen. Also man tut durch den Einkauf von Bio-Lebensmitteln direkt etwas Gutes für die Umwelt und für die Natur. Ja, also nach dieser Prüfung, Zertifizierung, wenn geprüft wurde, also unabhängiger Prüfung steht da, ob die Produktionsvorschriften eingehalten werden, da dürfen eben die Produkte als Bio, Öko oder ähnlichen Kennzeichnungen vermarktet werden. Und das ist eben in dieser EU-Bio-Verordnung auch geregelt. Und falls jetzt jemand auffällt, da nennt jetzt irgendeiner sein Produkt Bio, aber ich schaue nach und finde den nicht irgendwie unter den zertifizierten Betrieben, dann ist es auch möglich, das direkt bei der LFL auch anzuzeigen und zu sagen, ja, also prüft das mal, ist da jemand, der vielleicht diese Kennzeichnung unbefugt da verwendet oder vermarktet, was er eigentlich nicht darf. Ja, und hier nochmal so zusammen. Grundsätze und Ziele der EU-Bio-Verordnung. Ökoschutz schützt die Umwelt und respektiert, erhält und fördert die Natur. Ja, und hier nochmal so im Überblick, was so die Leitidee auch beim ökologischen Landbau ist. Also ja, es ist wichtig, seinen Boden zu gesunden. Und ein gesunder Boden, sieht man hier auch in dem Bild, der ist
wurzelreich, der hat viele Regenwürmer, der hat viele Mikroorganismen und der ist belebt. Und wenn ich einen, gibt da auch so eine schöne Spatenprobe, da kann man dann auch gut sehen, wie ist mein Boden, in welchem Zustand. Wenn man den dann eben so eine Spatenprobe macht und der Boden ist locker und humusreich und zerfällt leicht, das ist so der Idealzustand. Und wenn ich diesen gesunden Boden habe, dann kann ich auch, dann sind meine Pflanzen auch, meine Pflanzen auch gesund. Und da kann dann auch ruhig mal so ein bisschen Beikraut dabei sein. Das ist einfach auch gut für die Vielfalt und für die Fitness. Ja, und wenn ich gesunde Pflanzen meinen Tieren fütter, dann bleiben auch meine Tiere gesund. Und wenn ich gesunde Tiere und gesunde Pflanzen esse und dann sind wir selber auch gesund. Und hier ist zum Beispiel ein Bild von der Ackerbohnenwurzel. Der Ökolandbau, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, darf keine leichtlöslichen mineralischen Dünger einsetzen. Deswegen braucht er andere Möglichkeiten, um Nährstoffe, Stickstoff an die Pflanzen zu bringen. Und da haben wir eben diese wunderbare Gruppe der Pflanzen, die Leguminosen, die die Fähigkeit haben, eine Symbiose mit Bakterien einzugehen, die im Boden sind, und mit diesen sogenannten Knöllchenbakterien so Knöllchen zu bilden. Und das ist jetzt der Luftstickstoff, der dann an den Wurzeln der Pflanze gebunden wird. Und im darauffolgenden Jahr, wenn also die Ackerbohnen dann eingearbeitet werden im Boden, dann kann dieser Stickstoff für die Nachfolgekultur dann genutzt werden und die Pflanze gut ernähren. Und um einen gesunden Boden zu erhalten, brauche ich eben auch viel Kleegras, auch eine Kräutermischung. Und ich habe dieses Chart aus dem Vortrag vom Sepp Braun mir kopiert. Diesen Vortrag kann man auch im Internet dann kostenfrei sehen. Ich werde dann später auch noch den Link in den Chat schreiben. Und da sieht man einfach, dass je vielfältiger auf dem Acker die Früchte angebaut werden, desto vielfältiger ist eben auch der Boden ausgefüllt. Und je mehr Wurzeln im Boden sind, desto mehr Lebensraum für Organismen, für Regenwürmer, für alle möglichen von Arten von Bodenorganismen kann ich bieten. Und mit so einem Kleegras kann ich einfach auch unglaublich viel Pflanzenmasse aufbauen und Humus bilden. Und das ist für mich auch so ein ganz eindrückliches Bild, wie der Regenwurmbesatz ist bei verschiedenen bewirtschafteten Flächen. Und wenn man da oben schaut, bei der konventionell bewirtschafteten Fläche, da findet man dann kaum Regenwürmer. Und im Gegensatz zur ökologisch bewirtschafteten Fläche finden sich hier ganz, ganz viele Regenwürmer. Und allein so ein Bild sollte doch mal auch, finde ich, zum Nachdenken anregen. Weshalb können da nicht so viele Regenwürmer dann auch überleben? Woran liegt das? Liegt es vielleicht an den Pestiziden? Liegt es vielleicht auch an einer mangelnden Mischkultur oder dass sie einfach zu wenig zu fressen haben? Aber das sieht man einfach hier. Ökolandbau fördert Regenwürmer, fördert Umwelt und Natur. Und genauso gut ist dann auch eine langjährige Grünlandbrache. Die hat sogar teilweise noch mehr Regenwürmer. Und unsere Regenwürmer, die sollten wir wirklich auch hegen und pflegen. Und wenn wir dann so ein bisschen die Erde aufgraben, dann sollten uns eigentlich gleich mindestens ganz viele Regenwürmer auch begrüßen. Weil diese Regenwürmer, die haben einfach, die schaffen einfach ganz viel Wurmhumus und können also bis zu 80 Deziton Ernterückstände auch umwandeln von Herbst bis Frühjahr.
Und deswegen ist ja auch so wichtig, dass wir eine ganzjährige Bodenbedeckung haben, dass nicht im Winter dann einfach der Boden kahl ist, sondern dass wir sie auch noch ernähren können. Und 80 Tonnen Regenwurmhumus geben 280 Kilo N pro Hektar. Und das ist ja dann auch so mein Garant für die nachfolgenden Kulturen, dass die auch dann gut wachsen. Und die Regenwürmer haben natürlich noch einen weiteren Vorteil. Sie graben nämlich 1440 Meter Röhren mit einem Volumen von 43.000 Kubikzentimeter pro Quadratmeter und können deswegen auch 150 Liter Wasser in einer Stunde pro Quadratmeter aufnehmen. Und das ist ja gerade in der jetzigen Zeit so wichtig. Wir haben sie jetzt erst gesehen mit diesem Hochwasserereignis. Wir brauchen Böden, die Wasser aufnehmen können und nicht, also einfach, wo das Wasser auch versickern kann und nicht, wo es nur abläuft und dann eben kleine Becher schnell zu reißenden Flüssen werden. Ja, düngen heißt, den Boden zu verlebendigen. Und das ist damit eben gemeint, eben mit dieser ganzjährigen Bodenbedeckung, mit Pflege und Hege von Regenwürmern, mit vielen Zwischensaaten, mit viel Kleegrasanbau. Und da gibt es auch tolle Ökobetriebe, wo man sich das auch mal anschauen kann. So, bei den nächsten Bildern habe ich jetzt einfach mal so ein paar Bilder zusammengefügt, die ich bei meinen Kontrollen mal aufgenommen habe, wo man einfach sieht, ja, die Tiere brauchen, also die sind einfach auch gut zu halten, das gehört auch dazu. Die haben einen Auslauf, die sind oft auf Stroh, die brauchen auch einen genügend Stallfläche und zeige euch das jetzt mal. Also das sind so Mastschweine, die sind richtig entspannt und fühlen sich sauwohl. Und man kann also auch erkennen, dass es Ökoschweine sind, weil Ökoschweine haben keinen kopierten Schwanz, also es sind noch Ringelschwänze dran. Hier, das habe ich noch, das ist eine Schweinefreilandhaltung und das sind jetzt auch noch besondere Schweine, die kommen aus Ungarn, die haben noch so ein bisschen Wildschwein mit drin. Ja, und dann als Kontrolleurin sollte ich natürlich jetzt nicht nur was über Schweinehaltung wissen, sondern ich sollte auch was zu Geflügel wissen. Ich sollte auch einen Huhn mal in die Hände nehmen können, das mal untersuchen können, ob da Milben sind oder ob es irgendwie Pickverletzungen gibt. Und oft sieht man es ja auch am ersten Blick, ob es den Hühnern gut geht. Gibt ja auch zunehmend mehr Hühnermobile, die man dann auch versetzen kann. Oder hier wie das hier, das heißt dann Hennenglück, was dann eben auch, auch versetzbar ist mit 450 Hühnern dann auch. Also was so eine auch ganz gute Größe ist. Und wir finden ja im konventionellen Landbau auch zunehmend Hühnermobile, wobei ich finde es natürlich gut, dass sagen wir auch konventionelle Betriebe schauen, dass es ihren Hühnern gut geht bei der Haltung. Aber für mich ist die Haltung das eine und das andere ist dann auch die Fütterung. Und das ist immer auch zu beachten, was bekommen diese Hühner zum Fressen? Und bei konventionellen Hühnern ist es halt oft so, da wird halt dann der Sack Geflügel, das Liegekorn eben bei den entsprechenden Stellen gekauft. Und da findet sich eben oft auch gentechnisch verändertes Soja mit drin. Da sind oft auch Zusatzstoffe drin, wie zum Beispiel ein Farbstoff für das Eidotter, damit es schön orange ist. Und das sollte eben auch beachtet werden. Also die Haltung ist das eine, aber die Fütterung das andere. Und ich finde, beides gehört zusammen und sollte dann eben auch beachtet werden. Und ein Bio-Ei, wenn man Bio-Ei kauft, dann weiß man, das wird dort eingehalten. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Masthähnchenhaltung. Und ich habe hier mal so eine Übersicht. Das ist jetzt schon ein bisschen älter, aber es hat sich nicht so viel getan.
wo man das so ein bisschen vergleicht, dass man wundert sich ja manchmal, wieso ist so ein Hähnchen so teuer, oder man empfindet es und sagt, oh, das ist so viel Geld. Aber das hat halt auch seine Gründe, weil schon allein, wenn ich das Küken kaufe, dann habe ich schon einen Unterschied von 60 Cent ungefähr. Also wenn ich ein Öko-Küken kaufe, dann habe ich 1 Euro ungefähr. Dann bei konventioneller Landwirtschaft kostet es 40 Cent. Und dann haben wir noch den Unterschied, wir haben die Mastdauer im konventionellen Bereich ist viel, viel kürzer. Also ungefähr nach einem Monat werden diese Küken schon wieder geschlachtet. Das sind wirklich so ganz bestimmte Zuchtlinien, Hybridhühner, die also auf, die zum Teil, also die nehmen so viel zu innerhalb von kurzer Zeit, dass oft auch die Knochen gar nicht so mitgehen können. Und nach 30 Tagen werden die dann schon geschlachtet. Während beim ökologischen Landbau müssen sie mindestens 55 Tage bis 60 Tage gemästet sein. Und dadurch ist natürlich das Wachstum viel, viel langsamer. Und das stresst die Tiere auch nicht so. Und das hat aber die Konsequenz, dass im konventionellen Landbau habe ich halt dann 8 bis 8,5 Durchgänge, während im ökologischen Landbau nur 4 bis 4,5. Und hier auch bei der Bestandsgröße, ich kann im konventionellen Bereich, also in dem Bodenhaltungsstall 39.999 Tiere aufstellen, und das ist oft Standard. Wieso 39.999? Weil ab 40.000 Tiere wäre das Ganze gewerblich, und da versucht man das eben zu vermeiden und weiterhin ein landwirtschaftlicher Betrieb zu sein. Und im Ökolandbau ist zwar auch viel, kommt ein viel vor, sind eben maximal 4.800 Tiere je Stall. Und das spiegelt sich natürlich im Preis. Und da ist dann klar, dass das einfach, also dass eben die lange Mastdauer, der höhere Preis für das Küken und auch, da ist jetzt das Futter gar nicht dabei, dass das Futter ja auch viel teurer ist, meistens so um die 10 Euro pro 25 Kilo mehr. Und die Tiere werden ja auch länger gefüttert, dass das einfach sich im Preis widerspiegelt. Und wenn man weiß, dass ein Landwirt gerade mal 10 bis 12 Cent Erlös je Tier hat, dann ist es eigentlich, ja, das ist einfach noch viel zu wenig, finde ich. Ja. Na gut, aber wir haben es auch mit Schafen zu tun, mit Dammwild, hier mit Ziegen. Hier ist auch in dem Ziegenstall, da wird auch was für den Komfort getan, bis eben auch zur Mutterkuhhaltung. Das ist jetzt so ein Gelbvieh auf einer Weide. Und dann eben hier Milchkühe, die im Sommer dann eben ein schönes Kehgras bekommen und dann eben auch das Raufutter entsprechend angeboten wird, vor allem also eben im Winter und natürlich auch im Sommer ein bisschen. Ja, und bei der nächsten Folie, ich habe vor einigen Jahren eine Tierwohlschulung gemacht, Geflügel, und da konnten wir uns eine Waldputenhaltung anschauen, also eine ökologische Waldputenhaltung, und das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Also die werden das ganze Jahr über eben draußen gehalten. Ich habe da ein kleines Video gemacht, das müsste jetzt mal ablaufen. Die haben ganz viel Fläche, und da ist jetzt hier auch ein Hund, der ist da bei den Tieren dabei, der ist quasi so ein bisschen der Aufpasser, dass nicht irgendwie ein Habicht oder ein anderer Greifvogel sich was Leckeres zum Essen holt. Und diese schwarzen Puten, die werden sehr, sehr häufig im ökologischen Landbau gehalten, weil sie sind weniger empfindlich. Im konventionellen Landbau sind es meistens weiße
Poten, aber die sind sehr, sehr empfindlich, also krankheitsanfällig. Und die sind robuster. Und das ist dann auch was ganz, ganz anderes, ein ganz anderes Potenfleisch. Also, yes. Ja, und dann haben wir aber auch Gemüsebau, einfach auch mit vieler, mit Mischkulturen, hier mit viel bunten Mangold. Und das gehört einfach auch dazu beim Ökolandbau, dass man einfach eine gewissen Beikrautbesatz hat. Und es kommt ja immer einfach aufs Gleichgewicht an. Es sollte einfach nicht zu viel sein. Aber wir brauchen auch keinen reinen Acker, wo nichts mehr wächst außer der Hauptkultur. Und das ist einfach ein gutes Zeichen, wenn es hier einfach noch Beikraut gibt, dann sind hier keine Herbizide im Einsatz gewesen. Ja, ein kurzer Überblick, wie viele ökologisch wirtschaftende Betriebe haben wir überhaupt in Deutschland? Aktuell, 2020, haben wir 35.396 Ökobetriebe. Das entspricht im Moment 13,4% der landwirtschaftlichen Betriebe. Das heißt, 87 oder 86,6% der Betriebe sind noch konventionell. Also wir haben noch einiges vor. Also es sollte doch da auch ein bisschen schneller gehen mit der Umstellung. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche ist etwas weniger. Wir haben im Moment 10,3% der landwirtschaftlich genutzten Fläche, also 90% der restlichen landwirtschaftlich genutzten Fläche, wird also noch mit Pestiziden behandelt, also mit Herbiziden, Insektiziden und ja, was man noch, ja, das ist das meiste. Und da kann man einfach, also wenn mein Traum wäre, ich sage immer, ich würde gern arbeitslos werden, weil wenn alle Betriebe nur noch ökologisch wirtschaften würden, dann braucht es auch keine Kontrolleurinnen oder Kontrolleure mehr. Ja, und wie schaut es denn da so auch von der politischen Seite aus? Bayern hat ja auch gesagt, bis 2030 ist ja ein extra Programm, Bioregio 2030, dass da eben 30% der landwirtschaftlichen Fläche in Bayern im Jahr 2030 ökologisch bewirtschaftet werden. Aber aktuell haben wir nur 12,7%. Das sind aber, wir haben jetzt 21, noch 9 Jahre. Also da müsste da schon ein bisschen das schneller gehen. Das könnte, also 12,7 auf 30, da ist schon noch einiges zu tun. Und der Bund hat auch ein Programm in seinem Klimaschutzprogramm jetzt formuliert, dass er bis 2030 20% in Deutschland landwirtschaftlich genutzte Fläche haben will, das ökologisch bewirtschaftet wird. Ja, Anspruch und Wirklichkeit habe ich es überschrieben. Ich wünsche mir, dass also diese Ziele auch tatsächlich eingehalten werden. Aber ich, also was ich im Moment sehe, da müsste schon noch mal ein bisschen mehr sich dafür eingesetzt werden. Dann vor einigen Jahren war ich also auch im Landkreis Ansbach kontrollieren und was mich da ich habe jetzt die Folien auch noch mit reingestellt, weil wir eben diese Hochwasserkatastrophe haben. Und da sieht man einfach, wie wichtig es ist, ein gutes Bodenleben und eine gute Bodenfruchtbarkeit zu haben. Und das war, ich habe da eine Felderbegehung gemacht und dieses konventionelle Feld war genau neben dem ökologisch bewirtschafteten Feld. Und wenn man das Bild anschaut, dann sieht man, es ist hier, sind nur die Getreidepflanzen. Man sieht kaum irgendwelche anderen Pflanzen. Also es ist doch eine sehr starke Monokultur. Und man sieht, wie das Wasser hier auch auf dem Boden steht, dass es nicht einsickern kann. Also dass anscheinend da einfach auch so diese Schwammwirkung da verloren gegangen ist. Vielleicht einfach, weil es zu wenig Regenwürmer gibt oder aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe dann versucht, mal mit meinem Gummistiefel
in meinen Gummistiefeln da mal kurz reinzugehen und ich wäre beinahe versunken, also ist dann stecken geblieben. Und einfach im Vergleich daneben das ökologisch bewirtschaftete Feld, also es war wirklich nur 10 Meter, es war 4 Meter entfernt davon. Und da sieht man gleich, ja, wir haben hier zwar auch die Getreidepflanzen, aber da sind noch andere Pflanzen dabei und es steht kein Wasser. Und man kann sehen, wie dieses Wasser doch noch einsickern kann. Hier sieht man auch so kleine Boden, so Regenwurmlöcher. Und das ist eben nach 200 Liter. Und 200 Liter ist wirklich eine Menge. Und wir könnten ganz, ganz viel für den Hochwasserschutz machen, wenn wir noch mehr Ökolandbau machen mit vielfältiger Fruchtfolge, mit vielen Zwischenfrüchten, mit Kleegrasanbau, mit ganzjähriger Begrünung. Und hier nochmal so zum Verdeutlichen. Wichtig ist eben auch, dass man den Boden dann auch nur befährt, wenn er zu befahren ist. Also hier kann man zum Beispiel sehen, hier ist eine Fahrspur, hier gibt es also eine gewisse Verdichtung. Und wenn man dann hier schaut, da steht dann auch das Wasser drin. Wenn es unbefahren ist, kann es versickern. Und das ist eben die Kunst, sage ich mal, bei der Landwirtschaft, dass man eben im richtigen Zeitpunkt die Äcker bewirtschaftet mit nicht so schweren Maschinen und dann versucht eben auch ja eine gute Durchwurzelung zu bekommen. Ja, ich bin manchmal als Kontrolleurin auch unterwegs, um ja nicht so erfreuliche Dinge aufzunehmen. Also ich werde auch zum Beispiel gerufen, wenn jetzt ein konventioneller Landwirt aus Versehen oder ja eben nicht rechtzeitig die Spritze abgestellt hat und dann ein Abdriftschaden passiert. Also wie hier zum Beispiel, da wurde hier gespritzt und dann hatte man hier einen Abdriftschaden und der Ökolandwirt ist dann auch verpflichtet, das dann sofort der Kontrollstelle zu melden und zu sagen, also ich habe hier einen Schaden, da ist jetzt auf meine Ökofläche gespritzt worden. Das wird dann aufgenommen, wird ungefähr abgeschätzt, wie viele Quadratmeter das sind und diese Fläche muss dann wieder von vorne umgestellt werden. Das heißt also, dieser Aufwuchs von diesem Teil, der wird dann im ersten Jahr wie konventionelle Ware behandelt, der muss dann extra verkauft werden oder dann gelagert. Also es muss dann auch nachgewiesen werden, was ist damit passiert. Und im ersten Jahr ist es dann Umstellungswarte und dann eben erst nach dem zweiten Jahr ist es dann wieder Bio. Und diese Ausfälle, diese Kosten, zusätzlichen Kosten, die hat dann der konventionelle Landwirt zu tragen. Und ich bin quasi dann die Begutachterin, die dann das eben aufnimmt, Fotos macht und das dokumentiert. Und ich war auch vor einigen Jahren auch schon mal als Zeugin geladen in dem Prozess, wo ein Demeter-Bauer sich gestritten hat mit einem konventionellen Landwirt, der gesagt hat, er hätte keinen mineralischen Dünger auf seinen Acker ausgebracht. Und das ist aber dann zugunsten des Demeter-Landwirts ausgegangen. Und hier rechts sieht man dann auch, also wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch die Felder geht und Fluren, das sind auch so typische Zeichen von einem Spritzschaden. Ja, dann habe ich hier so meine ganz alte Folie aus meinen Unterlagen rausgekramt, so 1987 ist die, was denn so chemische Pflanzenbehandlungsmittel in Böden denn tun? Und da sieht man halt, man weiß es im Grunde gar nicht so genau. Also es gibt eine Verflüchtigung in die Luft, geht dann wieder mit dem Regen auf den Boden nieder. Es können sich auch die Bestandteile an Bodenbestandteilen festlegen. Es gibt Zwischenprodukte, Abbauendprodukte und natürlich haben wir auch eine Auswaschung und irgendwann kommt es auch in unser Trinkwasser. Es wird halt nicht untersucht, ne? Auf chemische Pflanzenbehandlungsmittel. Und es wird natürlich auch wieder aufgenommen durch die Pflanze und ist dort dann nachweisbar. Und wenn man eben sich gesund ernähren will, wenn man
ja, möglichst wenig Pestizidrückstände in den im Gemüse und im Getreide, im Brot haben will, dann gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich Bioprodukte zu kaufen. Es gab jetzt erst ein Ökomonitoring 2020 in Baden-Württemberg. Da haben die chemischen und Veterinäruntersuchungsämter Ergebnisse aus ihren Beprobungen vorgestellt und sie sind zu dem Fazit gekommen, die meisten Bioprodukte sind frei von Pestizidrückständen und da kann man sich dann drauf verlassen. Ja, mein Fazit ist, also Bio ist drin, wenn Bio draufsteht. Bioprodukte tragen in der Regel ihre Auslobung zurecht. Verbrauchertäuschungen treten bei Bioware kaum auf und Bioerzeugnisse sind eine gute Alternative, wenn man die Aufnahme von Rückständen durch die Nahrung reduzieren möchte, Umwelt und Natur schützen will und möchte, dass Tiere und Pflanzen artgerecht gehalten werden. Ja, und regional allein reicht da eben nicht. Das ist kein Qualitätsmerkmal. Es ist vielleicht dann, wenn man dann so ein bisschen überspitzt sagt, na gut, ist ja auch wichtig, dass ich einen regionalen Landwirt unterstütze, wenn er dann irgendwann doch mal dann auch umstellt. Aber regional ist oft halt dann nur, dass ich weiß, wo ist gespritzt und gedüngt worden. Und deswegen ist die erste Wahl bio, regional und fair. Ja, damit wir einfach unseren Insekten gut tun, damit wir eine Vielfalt in Natur und Umwelt erhalten können, dass es uns geht und auch der Natur, den Pflanzen und Tieren. Und ja, hier auch noch so eine alten Cartoon, den ich gefunden habe. Fortschritt ist, wenn man einen Schritt so tut, dass man den nächsten auch noch tun kann. Also nicht hier den Ast da anzünden, um sich zu wärmen, sondern sich das vorher überlegen, wie ich einfach den nächsten Schritt mache, dass ich auch noch den weiteren Schritt machen kann. Ja, das war so von meiner Seite. Vielen Dank. Und wenn jemand noch Fragen hat, es gibt ja auch noch die Möglichkeit zu diskutieren und Fragen zu stellen. Und ich habe auch hier meine E-Mail-Adresse. Kann jemand auch gerne eine Mail schreiben? Gut, ja. Dankeschön. Ja, super. Endlich mal die Bildschirmpräsentation. Stoppen. Gut. So. Dann vielen herzlichen Dank, Birgit, für die tolle Präsentation, für die super vielen Infos. Also ich fand es sehr, sehr eindrücklich. Ich hoffe, den anderen Teilnehmern ist es auch so gegangen. Also mir ist jetzt spontan auch, also fällt mir jetzt auch gar keine Frage ein. Für mich war das jetzt wirklich sehr gut erklärt. Aber es können jetzt natürlich von den Teilnehmern noch Fragen gestellt werden, gerne über den Chat oder eben dann direkt an die Birgit Raab. Also ihr könnt dann auch eure Stummschaltung entsprechend aufheben, indem ihr über die einzelnen Namen fahrt und da oben kommt dann schon gleich quasi Stummschaltung aufheben oder einfach auch melden ist auch möglich. Reaktionen, das ist ganz unten, wer was sich melden möchte, dann kann ich auch die Stummschaltung für denjenigen oder diejenige aufheben. Genau, dann eröffne ich mal die Fragerunde. Ja, wir haben ja auch eine Ökolandwirtin dabei, vielleicht kann die ja mal sagen, wie sie so die Biokontrolle empfindet. Christina. Ja, ich bin wieder hier. Ich habe jetzt zwischendrin noch schnell Essen gekocht für die Kinder. Also, aber mit euch, ihr wart dabei. Wir hatten ja auch erst Biokontrolle heuer ein bisschen anders, weil es durch Corona nicht ganz so funktioniert hat, wie man sich das wünscht. Das war die Kontrolle nicht vor Ort, sondern die war bei uns telefonisch und per E-Mail-Kontakt. Hat aber echt gut funktioniert. Und ich kann nur sagen, ja, Biokontrolle ist nicht nur Biokontrolle auf dem Papier, sondern das ist wirklich eine sehr intensive Geschichte, die auch wirklich die Sicherheit für den Verbraucher gibt. Das kann ich nur so bestätigen. Genau, also das war die Frage, Birgit, wie wir es empfunden haben, die Biokontrolle heuer.
Ja, es gibt ja immer zwei Seiten, ne? Also es war, ich kann es ja verraten, wir hatten zufälligerweise tatsächlich die Birgit Raab als Kontrolleurin. Wir haben uns ja dann erst so im Laufe der Zeit kennengelernt, wer wir eigentlich sind gegenseitig, weil wir uns ja nicht gesehen haben, sondern wirklich alles telefonisch vorbereitet war und per Mail vorbereitet war. Genau. Natürlich wünsche ich mir fürs nächste Jahr, dass der Kontrolleur persönlich kommt. Das ist doch ein bisschen schöner. Letztes Jahr war er vor Ort, weil man dann einfach auch mehr ins Gespräch kommen kann und manche Dinge noch ein bisschen plausibler darstellen kann. Mhm. Genau, aber Corona hat es halt leider heuer nicht möglich gemacht, um sich gegenseitig zu schützen. Genau. Okay, danke schön. Ja, hat noch jemand eine Frage? Genau, also mich würde mal noch interessieren, wie lange das dauert, bis jetzt so ein konventioneller Betrieb dann umgestellt werden kann, wenn der jetzt sagt, er will jetzt Bio werden. Wie viele Jahre oder wie lang, ab wann kann das dann umgestellt werden? Also es kommt darauf an, wann der Betrieb anfängt. Die meisten machen ab 1.1., manche beginnen aber erst ab 1.7. Also im ersten Umstellungsjahr ist es konventionell zu vermarkten alles. Im zweiten Umstellungsjahr hängt es, ja, ist es dann nach einem Jahr, nach 12 Monaten, ist es dann Umstellungsware. Und zum Beispiel Aufwüchse im ersten Jahr können dann auch an die Tiere verfüttert werden. Oder auch wenn jetzt noch ein paar Betriebsmittel, Vorräte da sind, die können an Futter zum Beispiel, die können auch verfüttert werden. Aber das Getreide zum Beispiel aus dem ersten Jahr darf nicht verfüttert werden. Nur die Grünaufwüchse. Und im zweiten Jahr hat man dann Umstellung und im dritten Jahr, da kommt es dann drauf an, ob man jetzt eine Winterfrucht hatte oder eine Sommerfrucht. Also es muss vom Säen bis zum Ernten 24 Monate vergangen sein. Also wenn ich jetzt im ersten Jahr zum Beispiel einen Hafer anbaue als Sommerfrucht und dann habe ich nochmal im zweiten Jahr dann eine Sommerfrucht, dann habe ich die im dritten Jahr schon eine Bio-Ernte. Aber manchmal auch erst im vierten. Okay. Hat es gereicht von der Beantwortung? Oder so? Ja, okay. Ich bloß so ungefähr mal, wie viel oder wie lang das da die Umstellung dauert. Genau. Aber ich denke, da gibt es auch Hilfestellungen. Wo kann man sich denn da informieren, Birgit? Kannst du das vielleicht noch mit erklären? Naja, es gibt ja bei den Landwirtschaftsämtern ja auch entsprechende Berater und Beraterinnen zum Ökolandbau. Man kann zum Beispiel auch einfach mal schauen. Es gibt ja im Internet so eine Seite, die heißt www.öko, also OEKO geschrieben, minus kontrollstellen.de. Und da sind zum Beispiel alle zertifizierten Ökolandwirte eingetragen. Also da findet man sich. Und da kann man zum Beispiel seine Postleitzahl mal eingeben und dann schauen, wer ist denn bei mir überhaupt Biobauer? Und dann rufe ich mal einfach den an und gehe mal zu ihm und frage ihn. Also das ist ja oft auch das Schöne bei Verbandsbetrieben, dass man da die Möglichkeit hat, so Gruppenarbeit zu machen, dass man dann die anderen Landwirte auch kennt und dass man da sich gegenseitig berät und unterstützt. Und häufig ist halt so, dass viele Landwirte sind einfach so Einzelkämpfer und Einzelkämpferinnen. Das finde ich so schade. Oder man kämpft dann, dass man gerade noch den Acker bekommt und nicht der Nachbarn. Also jetzt mal so. Das ist nicht so einfach alles. Ich kann vielleicht auch noch ein bisschen was zum Thema Wasser erzählen. Wir hatten jetzt im Altmühlbereich auch ziemlich heftige Hochwasser. Also wir sind 500 Meter von der Altmühl weg, wohnen wir. Und wir haben ein Acker, da sind jetzt Kartoffeln unterwegs, Futterrüben drauf, also Hackfrucht, intensive Bio-Hackfrucht. Und daneben ist Luzerne und dann kommt gleich danach der Maisacker. Und es war tatsächlich so, dass wir nach einem Tag wasserfrei waren. Also das war zum Glück nicht klassische Überschwemmungswiese, aber der Acker daneben, der war nach 3 Tagen noch im Wasser gestanden, der konventionelle Acker. Also wir haben das auch wirklich so sehen dürfen. Mhm. Trotz Hackfrucht und trotz Verdichtung in der Reihe, aber die war dann doch nicht so stark wie jetzt im Maisfeld.
Ja, und Futterrüben werden ja kaum mehr angebaut. Dabei ist es so ein schönes Winterfutter, ne, für die Rinder oder für die Tiere. Aber ich kenne einen Biobauern, der baut Futterrüben an und verkauft die online. Ist das der in Leerberg? Hobbyhalter. Der Betrieb in Leerberg wahrscheinlich, gell? Was? Der Betrieb in Leerberg, kann das sein? Nee. Darf ich auch gar nicht sagen. Ich habe ja eine Schweigepflicht, ich darf nichts erzählen. Ja, gibt es jetzt noch Fragen aus der großen Runde? Sonst hätte ich auch noch eine oder zwei Fragen. Aber ich will mir jetzt nicht vordringen. Nein, mach nur, Peter. Also genau, ich habe noch an die Birgit noch mal gefragt. Und zwar, diese Verbandsrichtlinien, nach denen ihr hier kontrolliert, sind die eigentlich EU-weit gleich? Also wenn ich Stehmeter aus Griechenland habe, habe ich dann auch die gleiche gute Kontrolle, wie wenn ich Demeter-Produkte aus Deutschland habe? Ja, es gibt Demeter international und natürlich in Demeter e.V. in Deutschland. Und da gibt es schon manchmal so ein bisschen unterschiedliche Auffassungen, was jetzt die Griechen wollen oder die Franzosen. Aber es gibt da schon auch eine so Richtlinie, Demeter International, die dann auch umgesetzt werden sollen. Aber ob die einzelnen Länder das dann auch tatsächlich so streng umsetzen, das ist natürlich wieder Verbandssache. Ne? Und Bioland zum Beispiel ist ja ein Verband, den es nur in Deutschland gibt. Mhm. Und die Anzahl der Kontrollen, ist dann die auch festgesetzt irgendwo nach EU-weit oder macht das da wieder jedes Land für sich? Nee, das kann jedes EU-Land dann eben selber entscheiden. Also es sollte jedes Jahr mindestens eine Kontrolle sein. Ja. Gut, die zweite Frage, die ich noch habe, das wäre mit diesem Zukauf, was da jetzt immer erlaubt ist. Also bei Demeter ist es, glaube ich, irgendwie reglementiert, dass die bloß so und so viel Prozent von nicht hofeigenen Produkten, sage ich mal, einsetzen dürfen. Hast du da gerade noch die Zahlen mal im Kopf? Wie viel Prozent ist das denn? Also mindestens 50% der Futtermittel sollen eigenerzeugt sein. Hofeigenzahl. Ja, aber das ist natürlich schon ein bisschen immer unterschiedlich. Aber da sind die Verbände relativ gleich. Okay, gut. Ja. Also bei Naturland, was mir halt aufgefallen ist, es gibt da auch die Möglichkeit, Kooperationen zu bilden. Also es gibt zum Beispiel Landwirte, die bauen dann Hühnerställe. Also die haben dann, man darf ja bis zu 12.000 Legehennen halten im Ökolandbau, das ist die Obergrenze. Und da werden halt dann 4 Ställe, a 3.000 Legehennen hingebaut, mit entsprechenden Auslauf auch. Aber die haben oft nicht die Fläche, um das Hühnerfutter zu erzeugen und die machen dann eine Kooperation mit einem anderen Betrieb, der das Futter dann für sie erzeugt und dafür kommt dann der Hühnerdung dann auf die Felder von dem anderen Betrieb. Okay. Also finde ich jetzt, ich mag immer lieber, wenn, sag ich mal, der geschlossene Kreislauf auf dem Betrieb ist. Also das finde ich besser, aber gut. Wir haben einfach auch eigentlich hat der Bayerische Bauernverband ganz schön versagt, ne, weil was wir an dem Rückgang von landwirtschaftlichen Betrieben haben, wie viel aufgeben mussten, das ist, also da wäre jetzt in der Industrie ein Aufschrei, ne, was da an Arbeitsplätzen auch verloren gegangen ist. Wir haben jetzt knapp noch in Deutschland unter 300.000 Betriebe. Das war mal 1,5 Millionen. Gut, danke. Fragen sind beantwortet. Danke dir. Okay, schön. Hat noch irgendjemand eine Frage von den TeilnehmerInnen? Oder hast du schon alles mit dem Vortrag abgedeckt? Ja, alles nicht. Ah, da ist noch eine Frage. Ja, ich habe da noch eine Frage. Und zwar, ja, folgt Martin. Da war am Anfang eine Folie, da ging es um die Zertifizierung. Und zwar nach der Zertifizierung dürfen Lebensmittel als Bio, Öko oder Ähnliches vermarktet werden. Aber ist es der Begriff Bio, Öko, der ist ja gar nicht geschützt, oder? Doch, der ist geschützt.
durch die EU-Bio-Verordnung. Der ist doch geschützt über die Marke, über das mit dem entsprechenden Emblem. Aber der Begriff an sich Bio. Doch, der ist über die EU-Bio-Verordnung ist dieser Begriff Bio geschützt. Also für die Produkte, die in dieser EU-Bio-Verordnung aufgelistet sind. Also die Lebensmittel, verarbeitete Produkte. Wir haben im Moment ein bisschen Graubereich im Bereich Erden und also in den Erden. Also wenn man da zum Obi fährt oder in andere Gartenbaumärkte, dann sieht man da oft Bio-Erde oder sowas. Ja. Und das ist eben nicht über die EU-Bio-Verordnung abgedeckt. Und da ist nochmal gut drauf zu schauen, ob da irgendwo ganz klein steht, diese Erde kann verwendet werden nach den Richtlinien der EU-Bio-Verordnung Nummer so und so. Da gibt es auch Unterschiede. Und aber dieses EU-Bio-Logo, also wenn man da drauf schaut, das ist auf diesen Bio-Produkten, ist es abzudrucken. Es muss, also wenn dort Bio steht, dann ist dort auch irgendwo dieses Blatt, dieses mit dem grünen Hintergrund zu finden. Und mit der Angabe über die Kontrollstellennummer kann man es dann zurückverfolgen und dann die Herkunftsangabe. Wobei das auch wieder schwierig ist bei verarbeiteten Produkten, weil da kann es sein, also es ist Pflichtangabe, die letzte Aufbereitungsstelle anzugeben. Also es kann sein, Olivenöl kommt aus Griechenland, wird nach Italien geliefert, dort wird es dann abgefüllt, dann ist es eine italienische Kontrollstellennummer. Obwohl es griechische Olivenöl ist aus Griechenland. Also da sollte man auch nochmal überlegen, ob man nicht irgendwie mehr Transparenz in der Kennzeichnung herbekommt. Aber das trifft nicht nur Bioprodukte, das ist auch bei konventionellen. Also da weiß man es ja oft gar nicht. Reicht es von der Beantwortung? Ist es klar geworden? Okay. Ja. Also, Fazit, wir können uns auf das Siegel verlassen. Und bei Erde, die man abgepackt irgendwo kauft, sollte man sowieso immer drauf schauen, ob es torffrei ist. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man torffreie Erde kauft, wenn man keinen eigenen Kompost im Garten hat. Ja, der eigene Kompost immer noch die beste Bio-Erde, ne? Ja, hat noch jemand eine Frage? Alle wunschlos glücklich? Na, dann, wenn alle Fragen soweit beantwortet sind, würde ich sagen, kurz vor 9 haben wir. Dann können wir den Abend offiziell beenden. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Birgit, für den tollen Vortrag. Und hoffe, dass wir uns vielleicht auch mal live bei einem Vortrag oder einer Veranstaltung sehen. Und dann wünsche ich den Teilnehmer und Teilnehmerinnen noch einen wunderschönen Abend und freue mich, dass ihr dabei wart. Und bis demnächst, hoffentlich bei einer BN-Veranstaltung. Ah, da hat jetzt Anne-Lotte Wagner noch reingeschrieben, die mit der Futterzukauf 60% der Futtermittel für Raufutterfresser. Und was stand da noch? Und 50% bei allen anderen Tieren. Mhm. Und 100% Bio, davon 70% Demeter. Super. Also es ist auch möglich, man kann auch auf die einzelnen Homepages der einzelnen Verbände gehen und da gibt es überall auch die Möglichkeit, die Richtlinie als PDF herunterzuladen. Ja. Und das finde ich immer das Schöne an PDF-Dateien, das kann man da mit so einer kleinen Funktionssteuerung F, das ist so Find, kann man dann einfach ein Wort eingeben, was einen interessiert und findet es dann auch gleich. Ja, also da wird man im Internet auf jeden Fall fündig, entweder wie gesagt, wie du es jetzt gesagt hast, bei den Anbauverbänden oder zu Biokontrollen, also da findet man auf jeden Fall die Unterschiede auch
zu konventioneller Landwirtschaft. Da gibt es genau. Seiten. Es gibt auch beim auf der Bund Naturschutzseite unter Landwirtschaft gibt es auch ganz viele Informationen zur Ernährung, zu Bio, zu Bio in der Gemeinschaftsverpflegung, wo wir natürlich auch noch einen großen Bedarf haben, dass wir da besser werden, dass wir da einfach den Prozentsatz erhöhen. Und also ich habe jetzt hier auch noch www.webinar-aufbauende-landwirtschaft.de reingeschrieben. Da gibt es auch so ganz, da gibt es dieses Webinar mit dem Sepp Braun, das man sich anschauen kann. Es ist ganz unten, wenn man runter scrollt. Und dann haben wir natürlich hier auch, das ist die Seite, habe ich auch nochmal verschickt, www.öko-kontrollstellen.de, wo man eben einfach nachsehen kann, wer in meiner Gemeinde, in meiner Stadt ist denn schon Biobauer oder Biobäuerin. Und da gibt es noch eine andere, die heißt www.biog-info. Da kann man zum Beispiel auch Biobetriebe in anderen EU-Ländern finden, also Österreich oder ein paar EU-Länder sind auch nicht dabei. Frankreich glaube ich auch, ja. Man kann dort sich die Bescheinigungen runterladen. Okay, super. Also da ist ganz viel Transparenz da. Mhm. Jetzt hatte vorhin sich die Renate noch gemeldet. War das aus Versehen, oder? Hast du noch eine Frage? Ja, ich hätte bloß noch einmal genau gewusst. Das heißt ja, wenn ich mich mit einem bestimmten Verband zertifizieren lasse, kann ich meine Erzeugnisse, meine Bioerzeugnisse auch nur an diesen einen Verband verkaufen. Ist das richtig? Naja, das wollen die natürlich. Verband, ich muss meine Erzeugnisse an den Verband abgeben, quasi. Naja, müssen muss man nichts, ne? Ja, aber. Also, wenn man es direkt vermarktet oder direkte Verbindungen hat, kann man das natürlich auch dort verkaufen. Aber diese Vermarktungsgesellschaften haben natürlich schon die wollen natürlich, dass die Verbandsbetriebe ihnen das Getreide direkt verkaufen, dass sie dann eben eine stärkere Marktmacht haben. Und da ist halt immer auch drauf zu schauen, ne? Dass man da einfach auch gut da wachsam ist und die da auch kontrolliert, ne? Also ich kenne zum Beispiel einen Ökolandwirt, der sagt, er nimmt von jeder Probe, die er verkauft, vorher, also macht er eine Probe und lässt untersuchen auf Eiweiß. Damit er einfach weiß, manchmal ist es so, wenn zu viel auf dem Markt ist, ne, dann heißt es plötzlich, ja, ist zu wenig Eiweiß drin. Kommt dann schlechter im Preis. Ja, das geht um den Preis, ne, weil den Verband eben, der dann praktisch zertifiziert, mit dem wieder oder so, dadurch kann ja auch dann der Landwirt, ja, Biolandwirt, ja, einen höheren Preis für seine eigenen Erzeugnisse bekommen. Ne? Naja, ich meine, die konventionellen Landwirte sind ja so ein bisschen auch erzogen worden, so einfach ihre Sachen abzuliefern und abzugeben. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist dann auch selbst aktiv zu werden und zu schauen, finde ich vielleicht eine Mühle oder liefere ich mein Getreide direkt zu einem Bäcker, dass ich auch selber aktiv dann auch versuche, Verbindungen zu knüpfen und das dann auch besser zu vermarkten. Und das ist ja das A und O. Also ich finde, wir brauchen einfach faire Preise. Also eben dieses Bio, regional und fair. Und faire Preise, dass eben auch die Landwirtinnen ein genügendes Einkommen und Auskommen haben. Okay. Vielen Dank. Also ich glaube, der Verband ist auch einfach Unterstützer für einen Landwirt in der Vermarktung und er ist gleichzeitig auch ein bisschen der Namensgeber. Also wenn ich halt unter einem Verband vermarkte, dann habe ich natürlich als Verbraucher auch mehr, noch mal ein Stück weit mehr Sicherheit dahinter. Also das Gefühl habe ich schon, dass es eine sinnvolle Geschichte ist, wenn ich mich am Verband anschließe. Und
genau das Thema haben wir in der Landwirtschaft, nur gemeinsam können wir viel schaffen und darum braucht auch der Landwirt den Zusammenschluss im Verband, sei es in der Beratung oder sei es auch in der Vermarktung. Ich glaube, das ist schon der Hintergrund auch der Verbandsgeschichte. Ja, zum Beispiel Neumarkter Lamsbräu nimmt nur Verbandsware. Oder Ebel zum Beispiel, also diese Supermarkt, regionale Super, Bio-Supermarktkette. Und Ebel ist jetzt so die Abkürzung von einfach besser leben. Ja, da kann man auch noch weiter zurückgehen. Selbst die Futtermittelhersteller nehmen mittlerweile eigentlich nur noch Verbandsware, außer sie kriegen wirklich gar nichts anders. Also wenn ich jetzt an irgendwelche Trocknungsgenossenschaften, die Mischfutter herstellen, denke, die kaufen nur die Verbands-Bio-Ware auf, weil sie halt einfach da die bessere Qualität erwarten können. Ja, und wie Annelore Wagner ja auch richtig geschrieben hat im Chat, Richtlinien der Verbände sind deutlich strenger als EU-Bio. Das habe ich ja gesagt. EU-Bio ist so ein bisschen die Basis und Verbands-Bio ist dann nochmal eine höhere Stufe höher. Gut. Ja, dann haben wir es. Ich glaube, kommt noch eine Frage oder wollen wir es dann damit beenden? Ich glaube, das war jetzt eigentlich erschöpfend, ne? Und wenn noch wirklich Fragen sein sollten von Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen, die können sich dann ja gern an dich direkt wenden oder an uns vom Bund Naturschutz. Also da ist eigentlich immer jemand da, jemand Kompetentes, der dann entsprechende Auskunft geben kann. Mhm. Okay, dann nochmal danke, Birgit. Ja, danke, das war wirklich dass ihr alles toll. So lange dabei wart. Also, ja. Und ich. Hat mir Spaß gemacht. Ja. Dann nochmal an alle, die dabei waren, einen schönen Abend und bis bald.